Herzlich willkommen! In diesem Video erklären wir euch den Unterschied zwischen Klima und Wetter. Viel Spaß! Das Wetter beschreibt den Zustand, der gerade draußen oder an einem bestimmten Ort vorliegt. Es kann also die Sonne scheinen, warm oder kalt sein. Manchmal ist es bewölkt oder regnerisch. Es kann aber auch vorkommen, dass es gewittert oder im Winter schneit. Das Wetter ist sehr wechselhaft. Es kann trotzdem bis zu 7 Tage vorausgesehen werden. Das geschieht mit besonderen Geräten, den Messstationen. Sie bestimmen zum Beispiel die Temperatur und die Menge an Regen. Auf dem linken Bild zeigt das Thermometer eine Temperatur von 40 Grad an. Das andere Bild zeigt die Niederschlagsmenge. 20 Liter pro Quadratmeter Regen ist gefallen. Das bedeutet, diese Regenmenge ist auf eine Fläche von einmal 1 Meter gefallen. Das Wetter besteht aber aus mehr als Regen und Temperatur. Die Messstationen zeigen beispielsweise auch noch an, welche Luftfeuchtigkeit herrscht und ob es gerade stürmt oder windstill ist. All diese Informationen werden täglich gemessen und aufgeschrieben. Das bedeutet, dass man feststellen kann, ob es in einer Region eher kalt und nass oder warm und trocken ist. Das Klima ist also das Ergebnis vieler Wettermessungen, die an verschiedenen Orten einer bestimmten Region durchgeführt und über mindestens 30 Jahre hinweg verglichen werden. Wir hoffen, dass ihr den Unterschied zwischen Wetter und Klima nun verstanden habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Litz-Team.